Hallo, ich hatte euch am Samstag gebeten, mir Videos zu schicken von Orten, die gerade viel ruhiger sind, als wir es gewohnt sind. Da ist einiges zusammengekommen und ich freue mich, euch die jetzt zeigen zu können. Hier ist es windig, aber leer auf dem Pastorenpetkel. Auch an der Wiedkamphalle nichts los. Hier müsste heute eigentlich ein Handballspieltag sein. Die Handballsaison ist beendet. Hier wird sich auch lange Zeit nichts mehr tun. Der Spielplatz an der Feuerwehr. Die Außenanlagen des Kindergartens Mauerstraße. Der Parkplatz vom Fechte Bad und von der Fechte Halle. Selbst am Komplex ist nichts los. Ja, auf dem Friedhof, es ist Samstagnachmittag. Normalerweise sieht man hier sehr viele Leute, die noch Gräber pflegen. Auch hier ist es sehr ruhig. Ja, im Bentheimer Wald, auch samstags nachmittags immer viele Spaziergänger. Auch heute hier gut wie nichts los. Das ist ein Gruppenraum im Kindergarten Mauerstraße, ohne Kinder. Auch beim Annaheim, unserem sehr beliebten und alten Pflegeheim, nichts los. Der Parkplatz leer, außer ein paar Dienstfahrzeugen steht hier nichts. Hier spielen und toben sonst die Tageskinder. Auch der Lauftreff im Bentheimer Wald kann gerade nicht stattfinden. Natürlich ist es auch an der Grundschule hier in Quendorf ganz cool. Auch beim Waldbauern Totenstille, keine Gäste, niemand da. Man darf sich aber ein Schnäpschen einschenken und eine kleine Spende fürs Annaheim geben. Ansonsten, hier wäre alles voll, die Terrasse säße voll. Kinder würden spielen. Totenstille. Und nicht anders ist es in der Oberschule. Und in der Grundschule auf dem Sister. Selbst hier auf der A31, auf der Brücke zwischen Suddendorf und Ohne, merkt man den Unterschied. Im
Und am Quendorfer Bahnhof stehen keine Schüler. Und hier noch ein Spielplatz, stellvertretend für alle anderen geschlossen. Ja, so anders ist unser Ort gerade. Und wir sehen uns schon zurück nach der Zeit, wo hier das Leben wieder tobt. So nochmal vielen Dank an alle, die mich versorgt haben mit so schönen Videos. Die Welt ist gerade ruhiger als sonst. An manchen Orten merken wir das besonders. Aber wir haben die Hoffnung, dass es wieder anders wird. Halten wir durch und sind weiter zuversichtlich. Bis bald.